Okay. Wir sind gerade auf Symphony Live, die Konferenz, die gleichzeitig und sehr nah an die DrupalCon gebunden ist. Und ich spreche mit Andreas Hucks. Du bist von der deutschen Ableger von Sensio Labs. Ich bin ganz neu, was also überhaupt kein Experte, was das Thema Symphony angeht und so. Und kannst du mir und uns einfach ein bisschen erzählen, was das überhaupt ist? Ja, was ist Symphony? Symphony ist zunächst mal eine Sammlung aus Komponenten in PHP 5.3 und aufwärts benutzbar, die allgemeine Problemstellungen behandeln, die man bei der Anwendungsentwicklung in PHP hat. Darauf aufsetzend gibt es ein Full-Stack-Web-Framework, was halt benutzt werden kann, um komplette Anwendungen zu entwickeln. Das heißt, man hat Tools, um den gesamten Request-Ablauf abzuhandeln. Okay. Und das ist also im Gegensatz zu Drupal das Zielpublikum sozusagen dafür sind Entwickler, also Leute, die Code schreiben und richtig. Da gibt es keine Benutzeroberfläche, die man über eine... Es gibt keine Benutzeroberfläche, wir sind ein Framework, das heißt wie ein Baukasten, um Anwendungen daraus zu entwickeln oder um einzelne Komponenten daraus, wie zum Beispiel in Drupal 8, in anderen Anwendungen zu verwenden. Okay. Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage, warum findet diese Konferenz gleichzeitig und so nah an DrupalCon gebunden? Was ist die Relevanz? Wir freuen uns sehr mit Drupal zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit in den Communities funktioniert sehr gut. Drupal übernimmt viel von uns, wir übernehmen viel von Drupal. Und letzten Endes ist es das, was man hier in Amerika eine Win-Win-Situation nennt. Denn in der Anwendungsentwicklung von Custom-Anwendungen hat man immer wieder das Problem, dass man an irgendeiner Stelle etwas hat, wo man CMS-Funktionalitäten braucht. Umgekehrt ist es so, dass man in einem CMS oft irgendetwas customizen muss, irgendeine besondere Funktionalität wirklich entwickeln muss als Anwendung. Das heißt, indem wir uns beide annähern, dadurch, dass Drupal 8 Symphony-Komponenten verwendet und das dadurch kompatibler wird, leichter zu integrieren wird, dadurch haben beide Welten sehr viel davon. Okay. Und dann die Basis auf der Symphony und Drupal aufbaut, also diese Community-Basis, das wird dann dadurch erweitert? Richtig. Der Kreis der möglichen Entwickler, die an beiden Projekten arbeiten, erhöht sich da natürlich. Okay, ja. Und ist das schwierig für die Entwickler, gerade für die Drupal-Entwickler, die gewohnt sind, mit Drupal diese Standards zu arbeiten, dass sie sich umschulen mussten oder wie funktioniert das? Es ist sicherlich eine andere Arbeitsweise, die aber anscheinend zumindest auf großes Interesse stößt. Mhm. Und gern gesehen wird, ja. Okay. Und was sind die Vorteile für Drupal, dass Drupal anfängt, Symphony zu nutzen? Die Vorteile, sicherlich bessere Testbarkeit, das heißt, einzelne Komponenten können besser getestet werden. Es gibt ein einheitliches API, das allen bekannt ist, das erwiesenermaßen funktioniert für einzelne Komponenten und damit letzten Endes natürlich auch einfachere Erweiterbarkeit. Okay. Sicherlich, ja. Und dann zur Geschichte von Symphony. Wie ist Symphony entstanden? Symphony ist entstanden 2005, glaube ich. Vor meiner Zeit bei Sensio Labs selber. Ich bin zwar von Anfang an mit bei Symphony in der Community dabei gewesen, aber bei Sensio Labs selber nicht seit Anfang an. Und das war 2005, hat Fabien Potentier dieses Framework, das hieß zum Anfang Sensio Framework, daher kommt dieses SF-Kürzel, entwickelt als Basis einfach für seine damalige Agentur Sensio, immer noch seine Agentur. Seitdem, das hat sich damals ganz gut durchgesetzt. Okay, also dann Sie haben, ich habe es vorher gehört, dass Sensio dadurch, dass Sie Symphony kreiert haben, dass Sie eine eigene Bedarf gedeckt haben. Richtig, genau. Also zunächst mal der Anlass war, ein Tool für eigene Projekte zu haben als Basis. Und daraus ist dann hinterher das Open Source Projekt geworden. Okay, richtig. Ja. Also das ist schon immer quelloffen gewesen und hat auch eine Community hinter sich. Richtig, ja. Ja. Okay. Was sind das für Leute, die Mitglied von der Community sind?
Sind das eher Leute, die für Firmen arbeiten, oder sind es Leute, die das allgemein auch Spaß machen? Oder? Leidenschaftliche Entwickler. Ja. Die Bandbreite geht von Studenten, Schülern bis zu Vollzeitentwicklern bei großen bekannten Firmen. Okay. Und sind das dann Libraries, die Komponenten sind die Libraries, die in PHP programmiert sind? Oder was? Wie kriegt man Symfony? Kann man das einfach aus diese Libraries aus dem Netz herunterladen? Also es gibt das ganze Projekt ist auf GitHub gehostet. Hm. Das bedeutet, dass man auf verschiedene Arten und Weisen herankommt. Man kann bei GitHub das ganze Projekt oder Teile des Projektes, also jede einzelne Komponente, die man auch standalone verwenden kann, entweder klonen per Git, man kann sie sich herunterladen als ZIP-File, oder die sinnvollste Installationsart heutzutage ist sicherlich über Composer. Und Composer ist? Composer ist ein Tool, was sich im Moment in der PHP-Welt sehr durchsetzt, das zum ein Package Manager, ein Dependency Manager, der also über ein Definitionsfile, das ist in JSON geschrieben, ein einzelnes JSON-File, Abhängigkeiten unter verschiedenen Libraries auflöst und diese Libraries nach dem Auflösen der Abhängigkeiten automatisch installiert. Yeah. Das heißt, ich muss mich gar nicht mehr darum kümmern, Dinge herunterzuladen, passen die nicht zusammen, das geht dann alles. Okay, das ist schick. Und dann, wenn ich, vielleicht eine letzte Frage, wenn ich beitragen wollte, also ich kann es selber nicht, weil ich selber kein Entwickler bin, ich bin eher der Sidebilder, der alles zusammenklickt über die Oberfläche, dann komme ich an meine Grenzen. Wenn ein Entwickler beitragen möchte zu Symfony, wie geht das? Also was tut man da konkret? Also schreibt man dann PHP-Code und dann pusht das an GitHub? Der Prozess ist eigentlich relativ standardisiert. Es gibt übrigens in der Symfony-Dokumentation auch einen Abschnitt dazu, Contributing, wo genau beschrieben wird, wie man das macht. Der Grundablauf ist, man clonet oder man forkt erstmal das Repository auf GitHub, dass man das selber in seinem Account hat, arbeitet daran, pusht seine Änderungen in sein Repository und stellt dann einen sogenannten Pull Request. Und dann gibt es eine Diskussion über die Änderungen, in welcher Form auch immer. Und wenn das dann abgesegnet ist, wird das gemerged. Okay. Dann ist Teil des Projekts. Diese Diskussion, gibt es da auch so eine zentrale Website wie bei Drupal, wo das alles stattfindet? Das ist dann GitHub in dem Fall. Okay. Also auf GitHub lässt sich dann der Code kommentieren von allen Beteiligten und die Diskussion findet quasi im Code statt, als Kommentare, die man dann auf der Website hinzufügt. Okay. Und dann eine allerletzte Frage. Ich wollte eigentlich schon die letzte Frage gestellt haben. Gibt es so Community-Management-Aufgaben, die Sensio übernimmt? Muss man dafür sorgen, dass diese Diskussion stattfindet und Veranstaltungen wie diese organisieren und so? Also die Symfony Lives organisieren wir sicherlich. Die User Groups haben wir angestoßen in den letzten Jahren, die sich aber mittlerweile sehr schön verselbstständigt haben. Also wir haben große User Groups in Berlin, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, die sich eingependelt haben, auch bei 50 Leuten etwa, die so einmal im Monat zusammenkommen jeweils. Das ist eigentlich schon eine recht schöne Menge, finden wir. Ja. Cool, sehr coole Sache. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit und dann ich lasse dich zurückgehen an die Konferenz. Okay. Und dann, bis bald. Vielen Dank.